willkommen beim Apéro für Unternehmerinnen und Unternehmer von der Stadt Witzigen. Wir sind hier im Moment im ersten Apéro für Unternehmerinnen und Unternehmer als Stadtpräsident. Auf was hast du dich am meisten gefreut? Ja, natürlich auf die Leute und jetzt auch im Nachhinein, nach dem offiziellen Anlass mit dem Referat, auf die Einzelgespräche mit den Leuten, wo man wieder sich auch von einer anderen Seite kennenlernt und vielleicht das eine oder andere gehört, was die Leute bewegt im Moment. Mit dem Umgang in Wetzigen oder einfach so allgemein. Das ist immer das Schönste, der Kontakt zu den Leuten. Wir haben jetzt ein sehr spannendes Input-Referat gehört zum Thema Cybersicherheit. Was nimmst du von dem mit, auch in deine Rolle oder Funktion als Stadtpräsident? Ja, halt wirklich die Aussage, die wir auch jetzt gehört haben. Man kann nicht genug darauf schauen und sich dem bewusst sein, dass man immer angreifbar ist. Dass die Schäden, wenn es mal ein Angriff ist, der erfolgreich ist, immens sein können. Man wirklich geschädigt kann sich für mehrere Tage, die man nicht mehr arbeiten kann. Jetzt für Geschäfte ist das überlebenswichtig. Also die könnten die, im dümmsten Fall ist dann das Geschäft wirklich tot. Also ein Beispiel eine Bank, die drei Tage nicht mehr läuft, wo nichts mehr geht, die ist weg vom Fenster. Aber auch bei vielen anderen Unternehmen, also auch der Lieferdienst, der das Gefühl hat, ja, das betrifft mich ja nicht, ich kann ja die Chauffeure und die Autos draussen. Die bewegen sich ja auch ohne Internet. Ja, aber wo tue ich die Aufträge über? Komme ich die über? Wo weiss ich noch, dass ich etwas muss abholen muss und woher muss es wann liefern? Also auch die Unternehmen haben zunehmend wegen dieser Vernetzung, wegen dieser Digitalisierung Schwierigkeiten. Darum ist der Schutz von so Angriffen immens. Und da muss man einfach mal sich dem immer bewusst sein und halt ein bisschen Geld in die Finger nehmen, um sich wirklich zu schützen und eben auch die Systeme härten. Dass, wenn es mal einen Angriff gibt, dass wenigstens die Auswirkungen sehr minim sind und man kann weiterarbeiten. Was bedeutet Ihnen persönlich der Apéro für Unternehmerinnen und Unternehmer? Es ist eine ganz wichtige Gelegenheit, dass man Unternehmer und Unternehmerinnen kennenlernt und gleichzeitig den Kontakt pflegen zu der Stadt und den verantwortlichen Leuten der Behörden. Wir haben jetzt ganz spannendes Input-Referat zum Thema Cybersicherheit gehört. Was nehmen Sie von dem mit zurück in den Arbeitsalltag? Das ist ein Thema, das mir bereits bekannt ist, weil einer meiner Mitbewerber der ist angegriffen wurde, dem seine Firma ist flach gelegen. Und das Gleiche wird ja nicht, dass es bei uns passiert. Wir sind gerade aktuell dran, die ganze IT-Sicherheit auf Vordermann zu bringen und haben heute vier IT-Spezialisten bei uns in der Firma gehabt. Wir haben gehört, Witzigen ist ein attraktiver Standort für Unternehmen. Was müsste sich noch verbessern, dass Witzigen attraktiver wird? Witzigen hat sehr gute Voraussetzungen, um als Unternehmer da tätig zu sein. Einerseits von den Wohnmöglichkeiten für Mitarbeiter, andererseits vom dynamischen Wachstum, das in Witzigen vorhanden ist, hat eine hervorragende Standortqualität vom öffentlichen Verkehrsmittel, vom Erholungswert von der ganzen Landschaft rundherum. Man sieht das auch im grossen Wachstum der Stadt Witzigen, die jetzt rund 26'000 Einwohner hat. Ich denke, wichtig ist, dass man ein qualitatives Wachstum hat, nicht nur ein quantitatives, und gleichzeitig auch Witzigen als Bildungsstandort zusätzlich fördern kann. Cybersicherheit ist etwas, das glaube ich, für alle sehr, sehr wichtig ist, egal von wo man kommt. Auch bei uns an der Schule ist das natürlich ein Thema. Es ist auch etwas, das wir sicher mit Schülerinnen und Schülern thematisieren müssen. Und vor allem tut es einen selber auch ein bisschen wachrütteln und man überlegt sich, ja, was für ein Passwort habe ich denn jetzt dort hinterlegt. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, was ich vor allem wichtig finde, ist, dass man auch wirklich immer wieder mit allen das thematisieren tut und die eigene Sicherheit reflektieren tut. Was verbindet Sie persönlich mit dem Standort Witzigen? Ich persönlich ganz viel, weil ich selber hier in die Kante gegangen bin, obwohl ich nicht von Witzigen bin und jetzt zu Witzigen arbeite. Ganz viele von unseren Schülerinnen und Schülern sind da. Es ist ein ganz wichtiger Begegnungsort eigentlich. Auch gerade mit unserer Schule als regionale Schule. Und inwiefern hebt sich Witzigen jetzt von anderen Städten, auch gerade im Zürcher Oberland, ab? Ich würde mal sagen, zum einen gerade in dieser Region Grösse natürlich. Wir haben das auch in dem Referat gehört. Witzigen ist grösser geworden. Das Städtische. Ich habe das sehr interessant gefunden, was jetzt alles auch gelaufen ist in den letzten Jahren. Auch in Richtung Digitalisierung, aber auch in Richtung Attraktivität vom Standort. Ich habe das
Es sind sehr interessante Sachen auch vorgestellt worden. Ich habe das Gefühl, wirklich sehr modern. Was nimmst du von dem aufschlussreichen Input-Referat zurück in den Arbeitsalltag? Also ich nehme zurück, dass mein Passwort wahrscheinlich sofort muss geändert werden, und zwar morgen Morgen. Oder? Also, da gibt wirklich noch mal einen Denkanstoss, wie schnell man eigentlich gefördert ist und wie einfach dass man es sich macht im Alltag. Und ich dann irgendwann für die IT wird zuständig sein bei uns in der Standortförderung, nehme ich da schon viele Gedanken mit und kann dann schauen, wo stimmen wir und wo haben wir allenfalls eben Lücken in dem Netz oder Spinnennetz. Was hat dich sonst noch inspiriert vom Referat? Gibt es etwas, was du findest? Ja, die immensen Geldbeträge, wo man sich da kriminell anscheinend erwirtschaftet. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass wir Ziel sind. Bei uns im Unternehmen gibt es, glaube ich, nicht so viel zum Holen, aber irgendwo ist da Geld rum und Erpressungsmöglichkeiten. Das ist schon ein Gewaltbetrag. Und jetzt auf Wetzikon bezogen, wie ist dein persönlicher Bezug zu Wetzikon? Ich bin im Zürich-Oberland aufgewachsen und Wetzikon ist auch noch dazumal unser Ort, wo wir noch in Donnerstagabendverkauf sind. Und das nehme ich mit und bin gerne zu Wetzikon. Es ist Ausgangsort auch für Kultur, zum Dasein, zum Einkaufen, zum Leute treffen und vor allem fantastische Unternehmerinnen und Unternehmer und eine Stadt, die sich engagiert. Also ich bin sehr gerne zu Wetzikon unterwegs. Oder auch wenn ich nur durch Wetzikon fahre, ist auch schon schön, wo der Pfäffikersee ist. So als Ausflugstipp, als Geheimtipp. Genau. Was könnten wir in Wetzikon noch verbessern, um den Standort noch attraktiver zu machen? Noch attraktiver? Ich glaube, Bedürfnisse sind da vielseitig. Ich denke, am Zentrum, aus meiner Sicht, darf geschafft werden, was er jetzt in Oberwetzikon im Unterschwellig gemacht hat, finde ich fantastisch. Mit den Sitzgelegenheiten, die wir daran arbeiten. Ich glaube, da gibt es punktuell auch viele Sachen, die man der Bevölkerung zu gut tun kann. In Sachen gesellschaftlichen Themen, kulturellen Themen. Und ich wünsche mir natürlich nicht nur für Wetzikon, dass auch das Gewerbe immer näher zusammenrücken darf. Miteinander arbeiten ist wichtig. Gross denken, miteinander gehen und für das Zürich Oberland arbeiten. Ich denke, dann sind ihr oder ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Ja, wir sind tatsächlich verwundbarer, sage ich jetzt mal, als viele meinen. Man sieht das an diesen Zahlen, sicher, die ich gezeigt habe. Wenn man eben von Schäden redet, die irgendwie 5% des Bruttoinlandprodukts ausmachen. Klar, es ist eben so nicht ganz sicher, weil es keine Meldestellen gibt, aber das tut weh, weil viele Firmen machen nicht einmal 5% des Umsatzgewinn. Und ja, das, im Moment sind wir schon recht verwundbar. Ich nehme an, absolute Sicherheit gibt es sowieso nicht. Nein. Ich glaube, das ist wie überall im Leben absolute Sicherheit, wenn man manchmal auch nicht, aber die gibt es nicht. Ich kann auf meinem Weg, als ich da hingereist bin, heute hätte etwas passieren können. Und das Risiko bin ich eingegangen, nicht einmal bewusst. Oder? Ich habe nicht vor der Abreise gesagt, oh ja, das Risiko ist jetzt 0,0, weiss ich was, dass ich sterbe. Das gehe ich einfach ein mit diesen Risiken, haben wir das Gefühl, wir können umgehen. Das Cyber-Risiko halt noch nicht gesehen. In den letzten paar Jahren ist das Thema, das sehr gross aufgekommen ist, die ganze Cybersicherheit. Merken Sie das auch in Ihrem Unternehmen oder in Bezug auf die Kunden? Sind da andere Ängste rum, andere Bedenken? Ja, es wird immer prominenter. Also natürlich durch das, dass es auch in den Medien ist und dass man je länger, desto mehr auch jemanden kennt, der es verwünscht hat, also privat, persönlich kennt, ist es immer mehr wirklich auch in allen Medien. Auf der anderen Seite hat die Welt von der IT ganz allgemein enorme Komplexität. Also das ist, man hat das Gefühl, ja, wir sind schlechter geworden in der Sicherheit. Ich glaube, das stimmt nicht einmal. Es ist ja so, dass die Welt rundum extrem viel komplexer geworden ist und wir kommen einfach mit ihnen an und ein paar Begünstigungen, die einfach Cyberkriminellen helfen. Stadt Wetzikon freut sich schon auf den nächsten Apéro für Unternehmerinnen und Unternehmer im nächsten Jahr. Auf Wiedersehen!